Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Planet Crafter. Ich bin Mr. Cuttafee, euer wirklich happyes Kaninchen, denn ich dachte, dieses Spiel ist mit dem Release, also mit Version 1.0, beendet und die Developer schauen auf ein neues Projekt, aber nein, sie arbeiten scheinbar weiter an diesem Spiel. Es gibt jetzt das Explosive Update, ihr seht Version 1.103, welches, wie der Name Explosive Update schon sagt, ein bisschen Explosive gibt. Und seit wann sind das zwei Türen? Das ist neu. Es gibt, oh mein Gott, ein neues Biom. Es gibt Anzüge für das Multiplayer, dass man sich ein bisschen individualisieren kann. Es gibt auch die Möglichkeit, jetzt eine Statue aufzustellen, wo man entsprechend diese Anzüge sieht. Es gibt ein neues genetisches Material für Tiere und es gibt auch ein bisschen neue Story. Und ich möchte mir mit euch heute zusammen das neue Biom anschauen. Mal gucken, dass wir es finden. Und den Story-Abschnitt. Das wollen wir uns auf jeden Fall anschauen. Was wir unterwegs noch zu finden, hey, nehmen wir auf jeden Fall mit. Wir fangen einfach damit mal an, dass wir ein bisschen gucken, ob hier irgendwelche neuen Dinge zu entdecken sind. Haben wir erstmal hier was? Ja, Raumanzug-Displayer. Explosiv. Und das waren die Dinge. Und gibt es hier noch irgendwas? Es gibt auch noch ein... Tier 1, Tierfutter. Damit gefütterte Tiere haben eine gesteigerte Produktion von genetischem Material. Und es gibt auch eine neue... Einen neuen Exosuit habe ich gesehen. Schlüsseldetektor? Achso, das haben wir schon. Ich werde jetzt erstmal hier gucken, dass ich... Da ist es. Exoskelett Stufe 4, das baue. Und dann... Jetzt ist die Frage, wo ist das Explosiv? Das ist bestimmt hier hinten in dem hier. Da. Ja, ich würde sagen, wir bauen das, beides, und dann schauen wir weiter. Das hier ist auch zum Beispiel noch neu. Ein Ökosystem produziert Larven und erhöht das Pflanzenniveau. Das wollen wir doch auch mal. Was brauche ich? Mutagen, Bakterien, okay. Oh, ist das angenehm, jetzt wo wir so viel Platz in unserem Anzug haben, dass wir gefühlt alles reinpacken können. Und ich habe genügend Ressourcen, um jetzt hier eines dieser Ökosysteme einmal aufzubauen. Und das gucken wir mal, wie das aussieht und wie das funktioniert. Den habe ich auch jetzt von dem Futter gebaut, das gucken wir auch mal. Ich packe das mal hier hin. Da, ich glaube die Frösche sollen da nicht, ich glaube die wohnen da einfach mal zufällig. Und da kann ich jetzt Larven rausnehmen, oder was? Ach so, das ist ja spannend. Ah, eine kleine Biene. Hier ist ja alles, ne? Hier ist ja, ich habe hier, wir haben ja alles hier geklatscht. Aber das ist schon hübsch. Das ist schon sehr hübsch. Und eine gute Sache, dass man jetzt hier auch die Larven produziert. Denn man braucht ja doch gerade für das Hundefutter, für das Tierfutter, braucht man schon einige von den, mindestens von den Gemeinlarven. Oder von den seltenen für das Tier 2. Also wir haben hier Tier 1. Hat 200% Tiermultiplikator. Und das Tier 2 hat 500. Aber dafür braucht man seltene Larven. Und ich bin mal gespannt, wie schnell das hier entsprechend das produziert. Man kann auch da die Drohnen verwenden. Das ist sehr schön. Jetzt gucken wir mal, was man mit dem Tierfutter jetzt genau macht. Packe ich das hier in die Futterstation? Oder wie ist das jetzt? Ich glaube mal, das ist so, dass ich das da reinpacke und dann muss... Also ich glaube, dass ich die einfach hier die ganze Zeit, weil es auch ein Essen ist, was ich essen kann, hier parat haben muss, damit die Tiere das fressen. Das denke ich einfach mal. Das heißt, da müsste man eine Produktion aufbauen, auch so eine automatisierte Produktion für Tierfutter mit den Larven hier, die sehr langsam produzieren. Na. Okay. Darum soll es ja aber heute nicht nur gehen, soll ja nicht nur um die Tiere gehen. Damit haben wir uns beim letzten Mal ausführlich beschäftigt. Finde ich trotzdem eine coole Ergänzung. Gerade, muss man ja auch sagen, weil viel von dem Essen ja wirklich für die Tiere drauf geht. Und beim letzten Mal. Und man dann selbst kein Essen mehr hat. Also ich habe ja nun hier
doch eine recht große Nahrungsproduktion. Gefühlt, oh mein Gott. Gefühlt hier hinten ja auch nochmal. Und einige meiner Schränke sind permanent leer. Dementsprechend finde ich eine schöne Sache. Finde ich eine sehr, sehr gute Sache, dass man jetzt hier auch Tierfutter hat. So, dann wollen wir uns mal ein bisschen umschauen. Wir haben Explosiv. Wir gucken, ob wir dieses neue Biom finden. Und wir suchen nach dem Story-Abschnitt. Ich habe schon eine Vermutung, wo es sein soll. Okay, okay. Ich wollte es mal ausprobieren. Ach du Schande. Das heißt, ich muss wissen, wo ich das platziere? Ich hoffe, es wird irgendwie angezeigt, dass ich das irgendwo verwenden kann. Meine Vermutung ist, dass es mit der Story in dem neuen Biom oder dem neuen Gebiet mit den Wasserfällen hier hinten weitergeht, denn das ist ja auch das Letzte, was rausgekommen ist und dort war ja keine Story. War ja nur schön und mit den Kristallen. War hier hinter dem Wasserfall schon immer so eine große Lücke? Ich weiß, wir haben, Maimi und ich, wir haben sehr, sehr viel hier erkundet und auch sehr, sehr viel nicht erkundet, weil es einfach so viel war. Hier waren wir aber schon, wenn ich das richtig sehe. Oder auch nicht. Oder wir haben die Kiste einfach liegen lassen, weil ich gesagt habe, ich habe ja eh schon genug Ressourcen. Ich habe keine Ahnung, ob wir hier schon waren. Okay. Hier waren wir noch nicht. Also, das sieht auch nach einem Hinweis aus, dass wir hier was sprengen müssen. Das ist hier in dem neuen Gebiet, in dem, über der Wüste, mit dem abgestürzten Schiff. Das ist ein riesiger Wasserfall. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie zeigen, vernünftig zeigen kann. Also, ne, da hinten ist das Startgebiet und einfach, man fliegt einfach direkt auf den Wasserfall zu. Gucken wir mal, was dahinter ist. Und ich hoffe mal, dass meine vier noch vorhandenen Sprengsätze ausreichen, um das hier zu sprengen. Mit Sprengschiff zerstören. Ach, guck mal, es steht sogar da. Spielemacher, ihr seid grandios. Oh Gott, schnell, schnell weg. Ich brauche wirklich mehr davon. Ach du Schande, zum Glück habe ich mehrere mitgebracht. Das wäre ja gemein. Das ist ja ist ja... Aber schon eine gute Sache. Ach, du Schande. Oh mein Gott, schnell weg. Oh Gott, oh Gott. Ich versuche mir jetzt hier schnell und effizient einen Weg durchzuspringen mit möglichst wenig Ressourcen ver... Brauch? Weil ich nicht weiß, ob ich noch welche brauche. Was sind das? Das sind... Also hier ist eine Basis wieder gebaut. Und das sind Lavagestein, aber noch nicht erhärtetes Lavagestein. Und was ist das hier? Oh, ich brauche eine Zugangskarte. Gib mir eine Sekunde, ich bin gleich wieder da mit Zugangskarte. Währenddessen können wir ja mal gucken, ob schon Larven produziert wurden. Ja! Ach du Schande, auch solche. Können ja alle produziert werden. Okay, cool. Das ist cool. Das da sieht auch neu aus. Das hier oben rechts. Ich glaube, das ist das neue Biom. Da gehen wir auf jeden Fall auch noch hin. Aber erstmal müssen wir jetzt gucken, was es mit dieser... Mit dieser Basis auf sich hat. Ich habe jetzt zur Sicherheit mal 5 von den Schlüsseln mitgenommen. Man weiß ja nie, wie dieses Spiel drauf ist, ne? Man weiß ja nie. Dann schauen wir mal, was sich hinter dieser Tür verbirgt. Soweit ich das gelesen habe, sind das Dinge, die sie eigentlich vorhatten, auch schon in der 1.0 einzubauen. Oh, ich brauche auch genau 5. Ach du Schande, habe ich ja Glück, dass ich genau 5 mitgebracht habe. Das war nicht geplant. Also das waren... Oh, ist das hübsch. Das waren Dinge, die... Warum? Also es waren Dinge, die sie eigentlich auch schon geplant hatten. Nur es hat dann nicht zeitlich geklappt.
So habe ich das jetzt gelesen. Welche sind das? 500 Yumi-Froscheier. Okay, ich kann fliegen. Das sieht auch sehr spannend aus. Ich mache mal ganz kurz beides auf. Hier ist... Also hier hat auf jeden Fall jemand gebaut. Das habe ich noch nie gesehen, diese Baumöglichkeit. Ich baue mal alles ab. Einfach, weil ich es kann. Hier so eine Kiste. Was ist das? Oh, guck mal. Ich möchte diese Blume machen. Was ist denn hier drin Schönes? Nichts Spannendes. Sehr schön. Pass auf hier, das kann mal... Kann ich einen eigenen Schrank... Kann ich das abbauen und dann einen eigenen Schrank hinsetzen? Geht das? Hä? Ah, da. Ich glaube, das geht. Oder? Ich muss ganz kurz aufblitzen, grün aufblitzen sehen. Ne, geht offensichtlich nicht. Schade, kann ich das Ganze abbauen? Nein, schade. Okay, jetzt müssen wir eine Basis bauen. Jemand hat hier auf jeden Fall wieder versucht zu leben. Kann ich hier überhaupt... Könnte ich hier theoretisch bauen? Ich kann hier bauen. Interesting. Okay, das merken wir uns. Oh, ist das schön. Ich verstehe, warum jemand gebaut hat. Alter, wobei, damals, auch nochmal das gebaut wurde, war hier ja noch keine Natur. Warum ist das eine... Das ist ein Biodom oder sowas da hinten. Gott, ist das schön. What? Lila Schmetterlinge, pinke Schmetterlinge? Okay, wir sind so viele, hier ist so viel zu entdecken. Hier ist so viel zu entdecken. Das ist nur ein Rundweg. Ein Weg schon mal entdeckt. Sehr schön. Ich wollte gerade sagen, da war hier kein Leben, aber das dort ist doch so ein Biodom, wo man Bäume drinne bauen konnte. Oder kann, oder? Oder ist das... Halt, okay, warte mal, hier ist so viel... Hier hat jemand auch einen Baum drinne gebaut. Ich nehme mal die Trümmer ganz kurz hier weg, dass ich mich freier bewegen kann. Da ist auch Text, das... Okay, Technologie. Das sagt mein Inventar, ist fast voll. Okay. Den Vorratsschrank. Das Story. Die gucken wir uns gleich an. Wir gucken... Ich meine... Ich habe eine Vermutung, wer es ist. Ich habe eine große Vermutung, wen wir jetzt hier gleich wieder lesen werden. Und zwar Iklas. Denn Iklas haben wir beim letzten Mal ja in... Ich weiß nicht, was das letzte Mal war. Ich glaube, das war in dem Iklas Krater, wo er versucht hat zu überleben. Und entschieden hat, dass er nicht dort sterben wird. Und wir seine Leiche nie gefunden haben. Wir haben die Leiche von irgendwie mit X gefunden. Dann gucken wir mal. Sowas möchte ich auch bauen können. Das sieht voll cool aus. Es ist Iklas. 3043, nach so langer Zeit auf diesem einsamen Planeten, glaube ich, dass ich den perfekten Ort gefunden habe, um mein letztes Lager aufzuschlagen. Dieser Ort ist so seltsam. Er ist feindselig, kalt und hart. Und doch habe ich alles gefunden, was ich zum Überleben brauche. Als ob dieser Planet meinem Lebenswillen auf die Probe stellen würde. Das ist Iklas letzte Basis? 43, wir müssen gucken, wann das letzte... Ich glaube, die anderen waren 38? Oder waren die 42? Und das ist das, was ich meine, dieser... Alter, ist das geil. Das sah damals bei ihm nicht so aus, ne? Das alles, das sah nicht so aus. Das war alles ohne... Leben, ohne Wasser... Ohne Schmetterlinge. Oh, wow. Was eine geile Basis. Hier sehe ich jetzt erst. Warte mal, lass mich mal hier ein bisschen reinbauen. Geil, das möchte ich auch bauen können. Wieso kann ich sowas Geiles nicht bauen? Was hat Iklas? Was ist das? Schließfächer für Raumanzüge? Raumanzüge Etio? Wieso kann ich sowas nicht bauen?
Auch sowas. Geld. Und ein Klo. Endlich mal ein Klo. Sowas hätte man doch gerne als Überlebender. Ich bin mir ziemlich sicher, also ich gehe mal davon aus, dass sie noch weiterbauen werden. Auch wenn sie ja eigentlich, weil so der Plan, das alles hier vermutlich mit der 1.0 auch schon raushauen werden. Aber gerade diese ganze Deko, diesen ganzen Deko-Kram können sie ja ohne Probleme noch weiter einbauen, dass man auch selbst so etwas hier alles bauen kann. Warte mal, jetzt habe ich gar nicht geguckt. Es gibt, wie gesagt, ja diese neuen genetischen Elemente. Jetzt, oh geil, ach sowas hier, eine Küche. Kann ich mir das vielleicht kaufen? Als Handelsware, diese Blaupausen? Und da diese Gebäudestruktur. Wie cool wäre. Alter, wie cool ist das? Was ist das? Wie cool ist das als Gebäudestruktur? Iklas, wird nach all dieser Zeit doch noch jemand für mich da sein? Wird nach all dieser Zeit noch jemand für mich da sein? Wird sich irgendjemand an mich erinnern, wenn ich es schaffe, nach Hause zu kommen? Wäre es nicht besser, hier zu bleiben? Diese Tortur hat mich so sehr verändert. Vielleicht zu sehr. Wir werden dich nicht vergessen. Iklas, wir werden dich nicht vergessen. Das da drüben sieht übrigens auch sprengbar aus, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber es ist offensichtlich nicht sprengbar. Ist hier hinter dem Wasserfall was? Nein. Iklas, wir werden dich nicht vergessen. Ich habe ein bisschen Angst, Iklas Leiche jetzt hier irgendwo zu finden. Wir lassen das mal alles stehen. Alles, was kein Trümmer ist, lassen wir mal stehen. Auch wegen dem Platz in meinem Inventar. Ich hab nicht so viel. Was haben wir hier noch? Irgendwas Schönes? Das nehmen wir. Gott, das ist ja ganze Eisen. Den nehmen wir mit. Das können wir alles weg hier, das ganze Eisen. Brauchen wir nicht. Das nehmen wir auch noch mit. Was ist in dem Schrank? Nichts Wichtiges. Iklas, ich habe endlich genug Material gesammelt, um meine Abflugplattform zu bauen. Wenn meine Berechnungen stimmen, sollte es etwa ein Jahr dauern, bis ich dieses Projekt abgeschlossen habe und endlich entkommen kann. Iklas ist doch vom Planeten runtergekommen? Hat er es geschafft? Ist die andere Person, die uns schreibt, ist das vielleicht Iklas? Komme ich da hoch? Nein, komme ich nicht. Da ist sie. Er hat sie wirklich gebaut. Ich kann jetzt kurz mein Inventar hier wieder... Nee, warte mal, die möchte ich wieder mit... Die vergesse ich sonst nur. Ach, ist egal, ich vergesse es nicht. Sagte er und vergaß es. Das ist Iklas. Und die Bäume habe ich auch noch nie gesehen. Warte mal, die habe ich... What? Die sehen ja auch geil aus. Und das hier ist eine Abflugstation. Das hier ist kaputt. Ist da... Kommt man da hoch? Ja, komm mal. Ah, vorsichtig. Ist hier was drin? Genetisches Material. Ruberu-Baumsamen. Das sind die. Ein Ruberu-Baumsamen habe ich jetzt. Und jetzt hier Nachricht lesen. Iklas 3044. Ich weiß, dass ich nicht all deine Geheimnisse aufgedeckt habe, lieber großer roter Stein. Aber jetzt ist es für mich an der Zeit zu gehen.
Es ist mein letzter Tag hier. Brr. Gute Besserung. Viel Glück. Das ist ein HTML. Ich glaube, ich weiß nicht. Nee, warte mal. Das ist einfach ein Zeilenumbruch. Ich glaube bei HTML, oder? Aber bestimmt auch bei anderen aktuelleren Programmiersprachen. Wieso gute Besserung? Aber Iklas, er hat es geschafft. Iklas ist von diesem Planeten runtergekommen. Das freut mich wirklich. Einfach zu sehen, dass wenigstens einer von den beiden Leuten, die wir hier die ganze Zeit verfolgt haben, es geschafft hat. Und vor allen Dingen, das ist interessant, das ist... Oh, warte mal. Aber Iklas kann es doch eigentlich gar nicht geschafft haben. Weil eigentlich müsste doch die Maschine der Außerirdischen, also der hier Wohnenden, wie auch immer man das nennen möchte, das verhindern. Ist das, was ich meine? Oh Gott, ist das dunkel hier drin. Das, was wir zerstören mussten mit der Bombe, was wir mit Maimi das letzte Mal gemacht haben, um hier runterzukommen. Das müsste doch auch sein Raumschiff abgehalten haben. Oder Iklas hat einen Workaround gefunden, den wir nicht gefunden haben. Vielleicht war der auch nicht aktiv? Aber das freut mich wirklich. Das freut mich wirklich sehr, dass Iklas es geschafft hat, dass man da noch... Ich interpretiere das jetzt einfach, dass man es geschafft hat. Man hat unten auf dem... Grund dieses, oder auf dem Boden dieser Startrampe und drüber herum hier auch, what the fuck, keine Trümmer gefunden, what the fuck. Zum Glück habe ich noch welche. Ich muss noch mehr bauen, offensichtlich. Das finde ich aber auch richtig gut, dass sie das jetzt, dass sie das so gemacht haben, dass man das nicht nur einmal braucht, sondern dass hier mehrere Strukturen sind, die man damit jetzt befreien kann, sozusagen. Das ist ein völlig neues Raumschiff. What? What the fuck? Und ich habe keinen Platz. Ach du Schande. Okay, wir haben noch mehr als nur ein Biom. Wir haben hier noch ein völlig neues Raumschiff. Aha, Sand. Ach du Schande. Ja, sehr gut. Das finde ich sehr nett von denen, dass sie hier auch Sprengkörper drinne spawnen lassen, wenn man schon so viele verbraucht, in der Hoffnung, dass das reicht beim weiteren Erkunden. Ach du Güte. Gut, Geld. Sehr gut. Mehr Geld. Ich brauche noch mehr, okay. Deswegen findet man hier drinne welche. Oh, ich brauche eine Pulsarbatterie. Ach du. Das finde ich so cool. Das finde ich so gut. Ja, hier brauche ich eine Pulsarbatterie. Die muss ich erstmal wieder bauen. Falls wir keine hier zufälligerweise finden in diesem riesigen Raumschiff. Guckt euch jetzt an, wie riesig das schon wieder ist. Wie cool! So viel zu entdecken! Und so viel zum Verlaufen. Ich habe einen Ausgang in einen Ausgang gefunden? Also einen Weg in einen Ausgang gefunden? What? 1200er Samen! Alter!
Und Mutagenstufe 4 muss ich den nicht herstellen. Die sind mal teuer. Ist das ein Ausgang? Auf ein bisschen eine Kiste. Mit noch einem weiteren Explosionstest. Ja, nehmen wir mit. Auch schick. Und auch lila Schmetterlinge. Oh Gott. Ja, ich gehe hier. Also, es ist eine Form von Ausgang, den ich mal nicht nutze. Ich habe das Gefühl, das ist vielleicht besser, wenn ich diesen Ausgang nicht nutze. Ist das die gleiche Batterie? Ja, das ist die gleiche, die ich da brauche. Okay. Ich dachte schon, ich habe noch einen neuen Generator gefunden. Eigentlich müsste ich jetzt erstmal zurück und gucken, dass ich den Generator jetzt zum Laufen kriege, bevor ich jetzt hier weiter erkunde, weil damit werden ja irgendwelche Türen wieder aufgehen. Und, oh Gott, ja, okay. Folgendes. Ich sortiere kurz mein Inventar. So. Oh, shit. Gucken, ob ich Schaden kriege von der Explosion. Testen. Yep. Und ich habe kein Essen mehr. Nein! Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Abonnentchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke!